Hallihallo, meine Lieben, da bin ich auch schon wieder. Jetzt kommt endlich das Bastelvideo. Yay! Ich war schon fleißig, habe lauter Prototypen gebastelt. Und ich wollte natürlich teilhaben, wie das funktioniert. Inemini-mu, ich kann mir einen raussuchen. Wir basteln nämlich heute drei verschiedene Kalender. Und das wird unser erster. Der hat hier so einen kleinen Stift noch mit dabei und Notizzettel. Genau, und das Ganze steht dann so da. Ja. Genau, das wollte ich mit euch machen. Ja, so, das ist mein Spickzettel. Wir brauchen Cardstock in den Maßen 29,7 mal 10,5. Kleiner Tipp, ihr braucht nicht groß rummessen. Das ist ein DIN A4 Blatt. Moment, ich habe mal eins da. Das ist ein DIN A4 Blatt, einfach der Länge in der Mitte geteilt. Also braucht ihr nicht groß rumschneiden. Aber wie gesagt, ja, könnt ihr natürlich machen. Und dann wird das Ganze gefalzt. Ich drehe es aber um. Bei einem Zentimeter. Hoffentlich sehe ich jetzt was. 12,4. 15,4. Und 18,4. Natürlich, wie ihr das nicht anders von mir kennt, hier unten genauso. 1 Zentimeter. 12,4. 15,4. Und 18,4 war es. Genau. Dort falzen wir uns, logischerweise. Zur gleichen Zeit, während ich dieses Video aufnehme, lädt ja gerade mein Adventskalender-Video hoch. Und dann würde mich eigentlich einmal interessieren, was für schöne Dinge ihr im Adventskalender hattet heute im ersten Türchen. Das könntet ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Das würde mich echt interessieren. Und übrigens, der Tee, mega lecker. Der ist echt gut. Schade, dass ich nur einen Beutel habe, aber kann ich kaufen, ist kein Thema. Genau, jetzt haben wir gefalzt. Das Ganze wird nachgefalzt. Das da oben mit unserer Klebelasche. Ich hoffe, ihr seht es auch. So. Dann diese Falz. Natürlich auch schon, dass ihr gerade seid. Und dann diese Falz, die in der Mitte. Die wird andersrum geknickt. Also einmal nach außen. Habe ich wieder gut gemacht. Funktioniert er wieder ganz toll heute. Egal. So, also, ne? Die ganz normal und die nach außen. Die wieder auch ganz normal. Das seht ihr gar nicht. Ich muss immer dran denken. So. Nein, das ist jetzt nicht so schlimm. Genau. Das da oben ist unsere Klebelasche. Die können wir uns anschrägen. Können, müssen nicht. Ich mache das aber gern. Genau. So. Legen wir zur Seite. Jetzt machen wir unseren Stiftehalter. Dazu brauchen wir Stiftehalter. Wo ist mein Stiftehalter? Das ist, glaube ich, mein. Genau. Unseren Stiftehalter, der hat die Maße 7,8 mal 6,8. Der wird logischerweise auch wieder gefalzt. Und zwar auf der kurzen Seite. Bei 0,8.
Dann 1 cm quasi rüber. Ja, diesmal habe ich es kompliziert gemacht. Also quasi bei 1,8. Dann bei 2,8. Bei 3,8. Und bei 4,8. Das Ganze hier unten auch. 0,8. 1,8. 2,8. 3,8 und 4,8. Das falzen wir jetzt. Wie soll es auch anders sein? Man kann es natürlich mit dem Falzbrett machen, aber ich habe gemerkt, mit dem Falzbrett komme ich nicht so gut klar, zumindest mit dem kleinen nicht. Ich weiß nicht, wie es mit dem Großen ausschaut, aber ich glaube, da kaufe ich mir keins. Weil ich falze ja auch so. So, genau, dann haben wir das. Und dann ist es eigentlich völlig wurscht. Aber hier habt ihr ein größeres Stück. Ja, man kann es erkennen. Dann ist das hier der Boden, hier unten. Und da markieren wir uns auch 1 cm von unten herab. Und das wird gefalzt. Genau. So, und dann geht es an Schneiden. Also, ich hoffe, ihr seht's. Das sind unsere Klebelaschen. Die werden wieder angeschrägt. Alle 4. Das Teil und das Eck, also die 2 äußeren Rechtecke, werden weggeschnitten. Na, also unsere Klebelaschen. Die brauchen ja auch wie sonst immer nicht ganz sauber sein. Die sollen ja das Ganze nur halten. Nochmal hier. Und wie gesagt, das Teil kommt weg. So, haben wir das. Das Ganze wird jetzt nachgefalzt. Ich muss wieder ein bisschen auf meine Uhr gucken, ne, weil Speicher und ihr wisst ja. So, und einmal hier unten noch. Genau. Jetzt kleben wir das Ganze zusammen. Ich fange, ja, ist eigentlich wurscht, wie man anfängt, Hauptsache es klebt. Nein, es hat wirklich keine richtige Reihenfolge, sondern wirklich einfach nur, dass es quasi so ein Viereck ergibt, wo man dann den Stift reinstecken kann. Man sieht wieder Maße und Zettel und hier und dort. Natürlich schauen, dass man auch dann gerade bleibt. So, das erste darf kleben. Ja, das ist jetzt etwas blöd. Nebenbei Tee trinken. Ja. So. Und dann habt ihr, ja, so schaut es im Moment aus gerade. Das lange Stück wird übrigens nach außen geknickt. Habe ich vergessen zu sagen. Aber ist ja nicht so schlimm. Huch, ist wieder aufgegangen. Weil das wird ja dann da drauf geklebt. So, dann habt ihr das letzte Stück mit der Klebelasche und hier ist auch eine Klebelasche. Die sträge ich jetzt nicht an, das ist mir gleich. Aber auf jeden Fall mit Kleber einstreichen.
Und dann wird es nach innen gesteckt. Und das natürlich da unten drauf. Und dann gut zusammengehalten und geklebt. Ich gehe jetzt mit dem Dotting-Tool nochmal da rein, weil mein Falzband ist zu groß dafür. Genau, das dürfte eigentlich schon halten. Perfekt. So, das Ganze lassen wir jetzt noch ein bisschen trocknen. So, dann machen wir weiter mit der Tasche hier, da wo die Notizzettel dann reinkommen. Da habe ich einen Cardstock in den Maßen. Jetzt muss ich erst mal selber gucken. Das müssten die 14 sein. Entschuldigt, 14 mal 13 cm. Logischerweise Falzen. Ich drehe mir das immer um, weil das hier außen eine Struktur hat und hier innen eben nicht. Und ich möchte das außen, also die Struktur, gerne oben haben. So. Bleistift. Auf der langen Seite, also bei den 14 cm, wird gefalzt bei 7 und 7,9. Und auf der kurzen Seite wird es gefalzt. Bei 1 und 1,9. 1 und 1,9. Und das auf beiden Seiten, also hier und hier. 1,9 und 1. 1 und 1,9. Genau. Aber dann nachfalzen. Irgendwas stimmt da gerade nicht. Die 1 stimmt. 1,9 stimmt auch. Okay. Das ist gerade so komisch ausgeschaut. Ja. Schaut tatsächlich etwas komisch aus. Die Maße stimmen, aber... Ah ja, oben stimmt es. Ganz oben muss ich noch einen Millimeter rüber. So, jetzt. Also, ja. Wieder nichts mit funktioniert alles einmal. Also entschuldigt bitte dafür. So, aber jetzt müsste alles passen. Genau. Und müssen wir auch wieder schneiden. Und zwar, man kann es gut erkennen, das hier oben ist ein größeres Stück. Na, das hier unten ist kleiner. Und bei dem kleineren Stück schneiden wir quasi die Ecken weg und die. Und auf der anderen Seite genauso, also quasi bis zur ersten Falzlinie von dem großen Teil. Na, also hier komplett wegschneiden. Das machen wir jetzt mal. Einmal. Und hier. So schaut es jetzt aus. Also ist komplett weggeschnitten. Das falzen wir jetzt natürlich wieder nach. Wie soll es auch anders das sein? Und hier. Genau. Das Ganze wird jetzt zusammengeklebt. Also keine Angst, es schaut wirklich so aus. Aber das sieht man ja dann jetzt nicht mehr. Natürlich, wenn die Notizzettel leer sind, sieht man es. Aber
Genau. Hier schneide ich mir aber wieder die Kanten ab, die Klebelaschen. Und dann kleben wir. Na, verstopft. Ich gehe jetzt nicht ganz rauf mit dem Kleber, weil ja die Laschen etwas größer sind wie die hintere Tasche im Endeffekt hier. So. Schon, dass alles gerade ist. Mit dem Falzbein rein. So. Genau. Während das trocknet, können wir unseren Stiftehalter aufkleben. Muss ich erstmal selber gucken. Das müsste unsere Vorderseite sein eigentlich. Oder? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Doch, das müsste eigentlich unsere Vorderseite sein hier. Ja, könnt ihr ja selber mal gucken. Bei mir steht es jetzt so besser. Auf jeden Fall. Ja, doch, passt schon. Klebe ich mir jetzt meinen Stiftehalter hin. Können jetzt von hinten kleben oder von vorne, das ist völlig gleich. Ich klebe mir den jetzt aber hin. Man merkt schon wieder, ich bin voll vorbereitet heute. ist jedes Mal was anderes. So, den klebe ich mir jetzt da hin. Schauen, dass ihr da auch an der Kante schön bündig seid, ne? Genau. Das kann jetzt aber dranbleiben. Jetzt können wir dann das Designerpapier aufkleben. Das habe ich natürlich alles schon vorbereitet. Ne? Das war ja nicht so lang, war das Video. Das Designerpapier hat die Maße 9,8 x 10,8. Das wird jetzt dann draufgeklebt. So, auch schon, dass wir alles schön haben. Genau. Dann können wir mit der Halterung weitermachen. Also das kurze Teil kommt dann hinten hin. Das wird nach hinten aufgeklebt. Und vorne brauchen wir natürlich auch wieder DSP. Das hat die Maße 8,6 x 6,4. Ich weiß, es hat ganz blöde Zahlen, aber dadurch, dass ja das Papier schon so ungerade ist, das DIN A4 Papier, ist es etwas, ja, ist es halt so. Aber ich denke, man kommt damit klar. So. Und dann für die Mattung von dem Kalender, wo habe ich jetzt einen? Habe ich die Maße genommen. 7,5 mal 5,5. Das kann man auch schon mal aufkleben. Ich finde, dadurch wirkt es dann etwas edler. Vor allem jetzt bei diesen hier. Dass die etwas ja, schöner wirken. So, das kann man mir auch schon auf das Teil hier kleben. Auch nochmal mit dem Falzbein dagegen, dass es schön andrücken kann. Genau. So. Und dann können wir eigentlich das Ganze schon hier aufkleben. Ich klebe das dann erst später zusammen, wenn hier alles festgeklebt ist. Damit ich beim Kleben jetzt hier etwas Druck ausüben kann. Wisst ihr, was ich meine? Dass ich mit dem Falzbein schön dagegen gehen kann. Ne?
Wenn man möchte, kann man das hier auch noch festkleben. Das werde ich auch noch machen. Dann hält es auch besser. Ist dann stabiler. Genau. Und dann klebe ich mir das Ganze hier oben zu. Das ist auch keine große Kunst. So. Und da ist das auch ein bisschen schöner ausschaut, habe ich mir einen Streifen hier. Das ist ja 1 cm breit, also machen wir 0,8. Ist auch ein Restpapier beim Zuschneiden. Das ist übrigens mein Mann sein Cuttermesser. Meine sind kaputt. Und eine Länge hat es, da habe ich jetzt leider keine Angaben. Machen wir 6,5. Das ist eine gute Länge. Das werde ich auch, glaube ich, behalten, das Cuttermesser. Das schneidet gut. Hey. Das war schief. So. Das kleben wir uns jetzt auch drauf. Genau, und dann kommt ein Stift rein und ein bisschen Notizzettel und schon ist euer Kalender fertig. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr würdet es auch mal gern nachbasteln. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit. Tschüss!